Kingdom to Crowns Northlands Folge 28 und ja, in der letzten Folge ist mir ein unglückliches Missgeschick passiert. Ich habe meinen geliebten Turm-Eremiten verloren, der dafür gesorgt hat, dass ich hier diese Vorherrschaft über die Karte überhaupt erst erlangen konnte. Und das ist eine ungünstige Sache, eine sehr ungünstige Sache. Und ich merke auch gerade, den Turm, den ich schon angefangen habe zu bauen, den haben sie mir jetzt nicht fertig gebaut. Obwohl ich meine, dass ich da den Eremiten schon... Also den meine ich hier. Da hätte ich den Eremiten schon hingeschickt gehabt. Das ist natürlich alles, also... Ach, nee, nee, nee. Ungünstig wäre noch ein sehr netter Begriff für die ganze Chose hier. Ja, und die Türme natürlich, die, wie soll ich sagen, gut wären, die sind jetzt natürlich ganz hinten, das ist jetzt hier kein Schwanz. Alles sinnlos. So schaut's aus. Ein bisschen desillusioniert. Die Karte habe ich jetzt nochmal, ne. Vergessen wir es, da brauchen wir nichts mehr. Jetzt kommt er halt auch wirklich hier raus und meine beste Waffe ist nicht vorhanden. Und das wird jetzt dann auch tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, wir wollen es nicht überdramatisieren, aber ja. Was macht eigentlich der Weltenbaum hier? Kriegt er vielleicht mehr... Ich philosophiere jetzt mal. Gibt es da vielleicht etwas mehr Geld für die Farmen? Weil die Farmen, die spucken, finde ich, neuerdings viel mehr aus als am Anfang. Das ist auch nur Einbildung, aber irgendwie... Haben wir eigentlich zwei Hauptmänner hier? So aus, oder? Habt ihr irgendeinen Hauptmann da stehen? Mal gucken, was da hinten los ist. Ja, von wegen, kein einziger ist da. Also da möchte ich doch die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln. Gut, dass ich diesen Pferdestall habe. Wahrlich, ich sage dir, dieser Pferdestall. Nur zwei? Was soll das denn? Was
ist hier eigentlich los? Wieso gibt es hier eigentlich nie Schilde? Was man hier für Strecken mittlerweile überbrücken muss. Ich sehe immer noch keine Helden und Truppen. Alles meine Bauarbeiter hier erledigen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht richtig. Das ist die Quelle, meine ich. Das ist doch nicht richtig. Und die Bogenschützen und so, das. Das kann es eigentlich nicht sein. Stark, hä? Ich baue mal hier noch eine zweite Mauer. So. Und warum? Na, weil ich es kann. Hat der sich einfach eine Axt geschnappt? So, jetzt mal ganz konkret, wie viele Helden habe ich jetzt hier? Ich sehe einen. Und das war's wohl auch, da ist der zweite. Warum ich so frage? Naja, ich würde gerne mal ein paar Leute vorschicken hier. Mal die Sache klar machen mit den... Ja, jetzt. Muss ja mal hier weiterkommen. Das ist ein bisschen. Die Expansion ist ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht sagen wir einfach mal so. Der hat 3 Bogenschützen, der hat 4 Bogenschützen. Wie kommt das denn? Auf ihm wieder. Der Typ ist hier perfekte Ergänzung eigentlich. Ja. Hier kannst du auch gleich das angreifen, wenn du nichts zu tun hast. Die Güls denken sich auf, wie dreist kann man sein? Hilfe! Zu Hilfe!
Das ist jetzt der Blutmondangriff, ja. Okay, das wird jetzt richtig haarig. Das wird jetzt richtig haarig, weil ich jetzt natürlich gar kein Feuer habe. Wobei, nö, jetzt nicht. Eher so Richtung Easy Peasy. Und es gibt auch keine Pause, es geht gleich weiter. Diesmal will ich es wirklich wissen. Geld mehr. Wie ist das denn? Ich verdrück mich. Ja. Oh, da leben sogar noch ein paar. Warte, ich unterstütze euch. Jetzt hinterher. Okay, ja, nee. Schwierig. Ja, das war eine extrem dünne Besetzung jetzt für das Uferportal, aber hätte ja funktionieren können, ne? Mit meinen Skelettkriegern und so. Ich hab gedacht, hab ja mehr von denen gehalten, als sie versprochen haben. Ich glaube ja an meine Mannschaft, ne? Und ich glaube einfach, dass die sehr gut sind. Manchmal habe ich einfach einen zu festen Glauben an meine Leute. Das hat's gebracht. Schlafen darum. Diese Faulenzer.
Die Schilde sind immer weg. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So, und jetzt hoffe ich, dass da schon Heroes unterwegs sind. In der Tat. Auch schon mit einem Bogenschützen im Schlepptau. Na, guck mal einer an. Das ist so ein Rebhuhn, Leute. Ballert das doch mal ab. Was ist denn hier los? Das können wir uns eigentlich sparen. Guck mal da an. Oh, nur noch ein Schuss hat gefehlt. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ich breche vom Glauben ab. Nein! Eine Mütze fehlt. Ich breche vom Glauben ab. Was ist nicht? Ich falle vom Glauben ab. Ja gut, also, die Insel hier ist absolviert, wir sind fertig. Das war's. Und jetzt? Jetzt müssen wir nur noch das Boot bauen. Und davon... Ich bräuchte so einen Eremiten, der einmal einen größeren Säckel baut. Das wär's mal. Und dann... Ah ja, dann muss ich gucken. Dann muss ich wieder zurück auf die Eremiteninsel mit dem Turm, weil ich glaube einfach, das macht viel mehr Sinn, mit Turm-Eremit auf Insel 5 zu gehen. Thank you.
Bau. Teurer Bau, würde ich mal sagen. Spuckt die Kohle aus, Mann. Nicht so knauserig sein, wenn euer König vorbeikommt. Macht damit eh nur das Beste für euch. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich schaue, dass ich von der Insel komme. Was ihr dann macht, ist mir eigentlich egal. Nee, so ist es ja auch nicht. Nee, so ist es nicht. Wenn ich hier gehe, dann habe ich dieser Insel ein tolles Erbe hinterlassen. Also hier, die haben nur noch mit dem Bergportal zu kämpfen. Das haben sie unter Kontrolle, da bin ich mir sicher. Und ja, ich habe ihnen Reichtum hinterlassen. Ich habe ihnen viele Bürger hinterlassen. Eine funktionierende Infrastruktur. Was ist das? Ach, das ist ein Geläuf. Höchst seltsames Geräusch gerade. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo. Oder was ist das hier für ein Geräusch gewesen? Irgendwie ist hier eine eigenartige Atmosphäre. Ich kontrolliere mal besser, was hier Sache ist. Aber so wie ich das hier sehe, ist überhaupt keine Sache. Gar nichts ist. Berserker ohne Ende. Schau dich das mal an hier. Wie viel sind das denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sauber. Von allem im Überfluss. So könnte die Überschrift dieser Folge heißen. Von allem im Überfluss. Wenn ich Folgenbeschreibung machen würde, würde ich sie so nennen. Ich will doch ein paar Handwerker machen, aber ganz ehrlich, ist doch egal. Spielt doch keine Rolle. Unser Boot zu Ende und fertig. Das kann jetzt nicht mehr lang dauern hier, ich meine. Ja, jetzt bin ich schon weg. Na gut. Ihr seht diese Map hier in den letzten Zügen. Und ihr seht auch diese Folge in den letzten Zügen. Wir werden jetzt die Folge beenden und ja, demnächst weiterspielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.